I6. Roll up for Buffs. Dann ist einer H10. Können wir Zack Darwin? F11 und ein Bajormungand. Sekunde, ich kann gerade auf nichts hören. Es leckt alles wie die Seuche gerade. Moment. Müssen erstmal rein. Müssen uns buffen. Oh. Potten. Der pottet ganz schön. Also drückt einfach blind potten. Einfach blind potten drücken. So. Also, davon müsst ihr jetzt 8 Stück besiegen. Hier ist der erste. Dann direkt vorne am Eingang zu, ich weiß, was da ist. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt hoch und nach rechts geht, ist einer. Dann I6 müsste einer sein. Resen nicht vergessen. Dann H10. F11. Upright. We're going first to upright. Upright. Upper right. Hello. Ups. Hier, der ist. Darwin, sag einfach kurz an. Upper. Ja, okay. I4. E4. Okay. Achso, es gibt auch noch Abstufungen in der Stärke. Es gibt drei, vier Griffins, die tun so ziemlich gar nicht weh. Und die anderen sind richtig, richtig böse. Okay. Ja. Ich habe gerade hier gesehen, der ist böse. Ja. Auf der anderen Seite, bei E2 ungefähr, ist noch einer, der ist total einfach. Der hat keine Ahnung, der macht überhaupt keinen Schaden. Aber die hier, der ist ein schwerer. Der nächste müsste jetzt bei I6 sein. I6. Okay. I6, everyone. Liegt noch irgendjemand? Someone's laying on the floor. Just shout. So müsste es beim CW aussehen. Jupp. Aber hier, ich bin mir nicht sicher, also ob da noch einer war oder nicht. Doch, da hinten I6 ist einer. Das können wir machen. Nee, das ist ein Ausrufezeichen direkt nach dem Ad. Please, maybe Butters can write above their head that they have Vincent and Bernie. Yeah, and please, Shippu, finally turn out your stupid medals. Okay. I have turned off the option, so I don't see any medals. Du kannst sie selber abschalten. Ich werde so ein Hard Mac nehmen. Yeah, it's still a problem with someone, for example. Und der Fette ist dann ungefähr bei FG6 war er bei uns. Ouch. Nice. Der Fette? Okay. Aber der ist dann auch wirklich groß. Der ist richtig, richtig groß. Ich auch. Das sieht ja echt aus, als wenn wir im War wären. Geil. Also wie gesagt, ein Scout bitte Abstand halten zu einer Gruppe. Was brauchen wir morgen Abend im CW? Oh, it's a big one. Oh. Oh, okay. Und die AOE ist jetzt wirklich tödlich. Und ist sie groß? Ja, Scouts in der Back. Mein Scout hat die mit ungefähr 450 HP überlebt. Einfach blind potten, Jungs, wenn noch lebt. Hit und Run-Taktik ist das Einzige, was ihr dort machen könnt. Leider ist die AOE auch sehr schnell. Ja. Au. Oh ja. 3000 überlebt. Haha. Gut, sehr schön. Wie gesagt, versucht eure Scouts außerhalb zu behalten. Das ist hier riesig. Ah, toll, mein Scout verbuggt gerade. Yep. Ah, sein Targetfenster ist so groß, ich kann die Leute nicht reißen. Die Bilder klickt im Squad. Was auch, wenn sie nicht im Squad sind, scheiße. So, mal wird er mal Grüße oder was ist das? Nö, der schleudert mit mir herum. Der hat Blähung. Der hat doch einen Riesenarsch, ey. Ja, dann kannst du reinklicken. Da, wo ich gerade drauf gucke, ist ein Riesenarschloch. Achtung! Okay, ganz klar, das erwischt. Voll belohnt. Kann ich lassen. Aber wie gesagt,
einen Safe Score parken. Auf jeden Fall einen parken. Ich stand safe mit meinem Scout. Gut, dann mach es auch bitte weiter. Ja, da ich eh solche Lecks habe, ja, wir hatten da wesentlich mehr Probleme. Das ist eine gute Idee. In dem Fall ist es halt echt Masse. Ja, klar. Ja, guck dir mal die DEA an, den kannst du teilweise mit richtig guten 84 EDPS. Wow, mein Scout rennt vor, warum rennt der vor? Lebensmüde? Ich weiß nicht. Ich meine, das Ding hat 54 DR und 74 DR. Yep, geschafft. Well done, well done. Well done. Good luck. Yo, good luck. Good luck, bitches. Ein, zwei. Zwei. Zwei hier. Oh. Nice. Hier kein Scout. Nope. Also ich hab nur Schrott bekommen. Le Scar von Warlock. Le Scar, ja. Le Scars, nice. Also, zwei Le Scars und zwei Dragonhearts. Ich kenne sind Start. Well done. Ich jetzt auch. Hab ein bisschen Stress. Yo, ich muss jetzt auch weg. Okay. Dann bis später. Tschüss. Tschüss. Alles klar. Alles wird gut. Das war geil. Welchen Platz hat man gemacht hier beim Lager? Ja, gibst du gerade auf mich. Ich mach wieder mal eine kleine Sammlung Zeug. Also wie gesagt, wenn ihr solche Sachen habt, ihr nicht wisst, was passiert, immer eins Scout im Safe Spot haben. 6-7 Minuten haben wir geschlagen. Das war früher bei uns in EverQuest auch so. Einer blieb immer zurück, wenn es keinen Vibe gibt.